Es ist soweit, Lufthansa hat die neue Promotion angekündigt, die jetzt zum 1. Juli aktiv startet. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch am heutigen Tag natürlich wie immer Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt dran zu kommentieren und uns ein Like da zu lassen. Gerade die heutige kurze Sendung lädt ja dazu ein, zu kommentieren, warum es geht um Lufthansa und das, was im Statusbereich bei Lufthansa als Promotion dient im Rest des Jahres. Lufthansa hat es heute verkündigt, dass man Status, aber auch HonCircle-Meilen nicht mehr mit dem Faktor 100% bekommt, sondern 1,5. Und zwar ist es so, wenn ihr auf den Flügen vom 1.7. bis zum 31.12.2022 auf der Lufthansa-Gruppe fliegt, das ist die Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, Air Dolomiti, Brussels, Edelweiss, Eurowings, Eurowings Discover, Croatia, LOT, Polish Airlines und Luxair fliegt, dann gibt es diesen 1,5-Faktor. Soweit, so klar. Registrierung ist wie immer nicht erforderlich, läuft einfach durch, ist die altbekannte Promotion. Ich bin etwas überrascht, dass Lufthansa so früh etwas macht. Ich bin überrascht, dass Lufthansa überhaupt etwas macht, weil die Flieger doch eigentlich voll sind. Wie bewertet ihr das? Ich habe ja zum Beispiel in so einer Vielflieger-Stammtisch oder aber auch in der HonCircle-Gruppe gelesen, dass Leute damit unglücklich sind, weil sie sagen, hey, die Hon-Lounge ist sogar schon so voll, dass man da teilweise auf dem Sofa warten muss, bis man Einlass in die heiligen Hallen bekommt. Ich selber kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe dieses Problem nicht gehabt, liegt vielleicht auch an den Uhrzeiten, die ich da war in der Lounge, oder aber Glück gehabt. Ist das eine Aktion, wo ihr sagt, hey, das ist toll, das ist so, dass man das machen muss? Ich kann euch ehrlicherweise nicht sagen, was ich davon halte, weil ich bin so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite sehe ich ja, dass die Lufthansa eigentlich nichts machen muss, weil ja die Flieger voll sind. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, die anderen machen was, also muss Lufthansa auch was machen. Und empfindet ihr diese 1,5-Faktor-Geschichte als halbherzig oder zu großzügig? Da ist eure Meinung gefragt. Oder hattet ihr gesagt, hey, ich will eine ganz andere Promotion haben, dass man zum Beispiel streckenabhängig 100% gibt oder dass man Leuten, die nach Asien fliegen, normalerweise einen Bonus gibt, aber anderen nicht? Oder aber, was ich natürlich auch viel gelesen habe im Forum, ist natürlich auch mein Spruch gewesen, wer jetzt keinen Status hat, braucht ihn auch nicht. Also das heißt, dass das vielleicht ein Grund wäre, warum die Lufthansa diese Status-Promotion nicht machen müsste. Ein anderes Riesenthema ist natürlich bei der Lufthansa auch die Qualität. Das heißt also, dass man auf den Flügen nicht die Qualität bekommt, die man eigentlich erwartet oder sich erhofft. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich die Menge an Statuskunden vielleicht in euren Augen ein Hindernis, dass man wieder zur alten Qualität zurückfindet. Auch die überfüllten Lounges, das ist wie früher. Ich selber habe kein Problem damit, wenn andere Leute HonCircle sind, Senator sind oder was für immer für ein Status, weil ein Status ist ja nicht exklusiv auf die Person. Aber auch hier bin ich auf eure Meinung gespannt, ob ihr sagt, hey, das ist jetzt etwas, was sinnvoll ist, das ist etwas, was wir machen müssen und fokussieren müssen, dass man den Status für die Leute interessant macht, oder sagt ihr, Status ist übrigens ein Auslaufmodell, das ist ja auch eine These. Viele sagen, sie fliegen gar nicht mehr nach Status, sondern nach Bestpreis. Ich hoffe, dass ich euch da ein paar Impulse und Fragen gestellt habe und euch animiert habe, in der heutigen kurzen Folge unten zu liken, hätte ich fast gesagt, unseren Beitrag sowieso, aber kommentieren. Und ganz, ganz wichtig, die Beiträge jetzt die nächsten 2-3 Tage werden auch kürzer, das nur so als Randinformation, weil ich in Hamburg auf der Messe bin, da bin ich auf der Aviation Interior in Hamburg und da freue ich mich, wenn ihr auch wieder weiter einschaltet bei Frequent Traveler TV Takeoff und uns wie immer schaut und kommentiert. Vielleicht heute Abend Stammtisch in Hamburg und einen Stammtisch haben wir in Berlin auch am 21. Juni wieder im Grand Hyatt, was ihr übrigens hinter mir seht. Also, bis dann. Ciao.